Pokémon Go wiederentdecken mit 4 neuen Updates, welche wir schon bald erhalten können. 2 davon finde ich genial, eines ist mir relativ egal und nochmal eines finde ich wirklich fatal. Das war ein kleiner Freestyle am Rande. Andere Avatar-Möglichkeiten, Karte, Fangbildschirm, Kampfhintergrund, Kanto wiederentdecken, AR-Update gemeinsam mit Gruppen-AR und mehr. Diese Features werden langsam ausgerollt, manche davon vorher schon in Australien, Neuseeland und KKG. Einige haben sogar schon das eine oder andere Update hiervon. Na und, ein paar Termine wurden genannt, da soll das wohl, sofern ich das richtig verstanden habe, weltweit erscheinen. Obwohl es steht dabei, sie beginnen damit, das Update auszurollen bei diesen Terminen, gehen wir mal in chronologischer Reihenfolge. Am 17. April kann man sich selbst neu entdecken. Mit weiteren Avatar-Möglichkeiten, Anpassungen, eine Größe, Gewicht, Frisuren, ja. Weiter geht es, und darauf freue ich mich schon riesig, mit der Umgebung neu entdecken. Welt voller Wunder entdeckt die Pokémon Go-Welt neu. Eine andere Karte, Fangbildschirm, der Hintergrund, bei den Kämpfen genauso, je nachdem, wo man sich befindet. Noch mehr auf Habitate, Biome ausgerichtet, in einem Wald sieht man entsprechende Hintergründe, ist man bei irgendeinem Gewässer, hat man blau im Hintergrund und damit meine ich nicht den Himmel, sondern irgendein Wasser oder Fluss oder was auch immer. Und wem das alles ein bisschen zu bunt ist, das kann man in den Einstellungen deaktivieren. Wenn man das echt nicht haben möchte, dann landet man wieder beim alten Fanghintergrund. Weiter machen wir mit Kanto. Diese Edition, Generation kann man ebenfalls wieder entdecken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau wie, beim Tag der Erde, in manchen Biomen. Vielleicht wollen sie hier die Spieler von damals wieder reinlocken, weil die eventuell nur die Kanto-Pokémon kennen oder so, dass das Feeling von damals wieder aufkommt, wo man, ich weiß nicht, 2016 im Stadtpark gesessen ist, dann schreit irgendjemand Lapras und alle laufen los. Und die echte Realität kann man mit einem AR-Update Anfang Mai am 7. Mai entdecken oder wieder entdecken. Wie habe ich den Satz begonnen? Keine Ahnung. Das erklärt nun vielleicht auch, wieso Niantic den Schnellfang-AR-Trick deaktiviert hat. Sie möchten ein neues, einheitliches, riesiges AR-Update tipptopp veröffentlichen, wo man mehrere Pokémon auf einmal platzieren kann, wohl mit bis zu 3 anderen Trainern, oder nein, das ergibt keinen Sinn, weil mit 3 anderen, dann hat man ja 4. In Summe kann man wohl 3 Pokémon auf einem Foto platzieren und die sollen sich wohl so ein bisschen in die Umgebung eingliedern. Auf diesem Teaserbild verschwindet Ursaring etwa hinter der Person, die auf einer Box sitzt und man sieht das linke Bein oder den linken Fuß nicht. Keine Ahnung, ob der neue AR-Modus dann irgendwie Gegenstände erkennt, dass das alles realistischer aussieht. Übrigens, kleine Info am Rande, weil ich das ab und an mal lese. Hey, wie kann ich mit meinem Kumpel spielen? Das nervt, dieser neue AR-Modus. Einfach in den Einstellungen deaktivieren, denn ja, wir alle mögen AR nicht. Nur Niantic mag AR. Doch solange ich dieses Feature einfach ignorieren kann, ist es mir völlig egal und geht in Ordnung. Sollen sie nur machen, ein paar Leute interessiert es eventuell. Ich meine, ich verwende ja auch den AR-Modus für meine Fotos, wie die Vorschaubilder und so, aber nicht für mein tägliches Spielen in Pokémon Go. Auf Kanto bin ich gespannt. Ich mag die Pokémon, ich mag die erste Generation. Ich liebe Taubsi und das sollte klar sein. Die neue Karte mit den Fanghintergründen, einfach nur ein Träumchen. Ich liebe es immer, wenn es bei einem Event andere Hintergründe gibt, diese besonderen Sternenhimmel, Sonnenuntergang und Co.
Das ist wirklich wie eine Belohnung für die Augen. Sieht wunderschön aus. Apropos wunderschön. Oder eigentlich nicht wunderschön. Ich habe, als ich zum ersten Mal davon gesprochen habe, so die ersten Bilder gesehen, war ich echt gehypt. Yo, so viele neue Frisuren. Aber. 8 Jahre Pokémon Go und wir hatten nur eine Frisur. Und konnten unseren Avatar auch sonst irgendwie so gut wie nicht anpassen. Wir haben alle gesagt, hey, bringt mal neue Frisuren. Wir möchten unser Auto in einer anderen Farbe haben. Vielleicht noch irgendwie neue Felgen drauf oder so. Niantic so, ah, wir haben euch gehört. Hier habt ihr ein neues Auto, ein anderes Auto. Ein langsameres, hässliches Auto. Man kann die alten Avatare nicht mehr herstellen. Die bekommt man nicht hin. Und ich finde die neuen, eventuell also nett ausgedrückt, gewöhnungsbedürftig. Ich habe eben dieses Update nicht. Niantic, gebt mir die Updates, dass ich die bitte genauer vorstellen kann. So, ich dachte am Anfang, wow, cool, neue Frisuren, andere Frisuren. Wer so aussehen möchte wie 8 Jahre lang, kann so bleiben. Und wer nicht, bekommt mehr Frisuren. Wir wollten doch keine anderen Avatare. Das ist ein richtiges Downgrade. Komplett. Die Designer davon können mir doch nicht, ohne rot zu werden, ins Gesicht schauen und sagen, ja, die sehen top aus. Viel besser als die, die wir davor hatten. Was ist da passiert? Da ist mir vor Schreck fast meine AR-Brille runtergefallen. Hallo? Nein, gebt mir das Update nicht. Nur noch wenige Tage. Dann sehen wir alle so aus. Ich hab's mir anders überlegt. Eine Frisur reicht völlig, wirklich. Kein Problem, Niantic. Gebt uns bitte nur eine Frisur. Ich wollte nur eine andere Farbe für mein Auto. Doch nicht dieses hässliche Auto. Doch falls ihr euch fragt, wer hat das denn gemacht? Ich weiß es. Auf jeden Fall waren die identischen Personen dafür verantwortlich, die auch die Teamleiter damals aktualisiert haben. Die Teamleiter, wisst ihr noch? Die wunderschönen, brandneuen Teamleiter. Und die schönen, ikonischen 3 Personen von vorher. Aber ich meine, doch, war schon ein Upgrade. Das sieht schick aus. Nein, ich sag's ehrlich, wie eine Firma, eine Milliardenfirma, so ein Update wirklich veröffentlichen kann, das müssen ja mehrere Leute genehmigt haben. Wie kann man sich das ansehen und sagen, ja, das nehmen wir, auf jeden Fall. Dann einfach einsehen, okay, wir haben es versucht nach 8 Jahren, eine neue Frisur, wir haben es nicht geschafft, ohne dass wir die ikonischen Avatare komplett vermasseln. Dann löschen wir das einfach wieder. Kommt vor, hey, ihr müsst es nicht veröffentlichen, ihr habt es doch niemandem vorher versprochen oder angekündigt. Ich meine, ja, jetzt schon, aber ihr könnt es noch beenden. Ich verzeihe euch, vielleicht sogar wir alle, ich will nicht für alle sprechen, aber ich verzeihe euch auf jeden Fall. Löscht dieses Update. Ich werde es einfach vergessen. Ich habe nie... Welches Avatar-Update? Hä? Nein, noch nie was von ihr gehört. Sorry, das musste ich loswerden. Falls das so kommt, dann werde ich nur noch mit kompletter Kopfbedeckung spielen. Haben wir irgendwas, wo man das Gesicht gar nicht mehr sieht? Das werde ich auf jeden Fall ab sofort nur noch tragen. So einen kompletten Jumpsuit. Ich glaube von Ri. Oder? Ich habe nur 3 Worte. Fürchterlich. Wow, das ist... Okay, ich glaube, wir müssen das beenden. Sorry für diese Stimmung, aber bitte Niantic, macht noch löschen, wirklich. Ihr könnt es noch verhindern, glaubt mir. Einfach einen kleinen Tweet. Versehentlich stand da irgendwas im Update drin, das wollten wir gar nicht. Macht es weg. Danke fürs Zusehen.